So, Halsin. Wenn wir die jetzt. Können wir jetzt mit dir reden? Können wir dir das sagen? Wir könnten ihn sogar angreifen und umbringen, aber wieso sollten wir? Können wir dir jetzt sagen, dass wir fertig sind mit den Gegnern? The Ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Sind wir nicht fertig? Thanks to them. Wir sind nicht fertig. Okay, wer fehlt denn noch? Also hinten war noch so ein komischer... Was wir gesehen haben, als wir eben mit dem Teufel gesprochen haben, als wir weitergegangen sind. Da war noch so eine Art Thron. Vielleicht ist da ja noch einer. Den wir noch besiegen müssen, der wahrscheinlich schwieriger wird, als das, was wir gerade gemacht haben. Ich hoffe nicht. Wird aber der Fall sein, sonst wird er das nicht, sagen. Okay, wir gucken mal. Aber ganz kurz, bevor ich das gucke... Was ist hier oben? Was ist das hier? Wie wären wir denn hier hingekommen? Wo sind wir denn hier? Ach, das ist wieder dieser Raum. Ein Auge? Moment. Kannst du mal... Ich speichere mal noch mal ganz kurz und wir gehen mal runter. Wenn der angegriffen, wenn uns das sieht. Wir sollten ja eigentlich keinen Ärger bekommen. Können wir mit dem Auge reden? Sind wir hier bei Sauron gelandet oder was? Will ich winken? You sense no reaction from the unblinking. Wie das aussehen müsste, hallo. Okay, immerhin scheinen wir ihn nicht zu stören. Huch, wer ist das denn? Scrat ist hier. Hey, Scrat. Du bist keiner der Anführer, richtig? You see that eye what's it floating about? Ja. Best hope it don't take a fancy to ya. Unless you like playing hide and seek when you're trying to take a dump. Was ist denn das? It's a floating eye, mate. What do you reckon? Bloody spying on us. The bigwigs at Moonrise like to be involved, the drow says. Oh. Load of trollop. Just don't trust us to do what we do best. Killing things. Wäre es denn nicht eigentlich schlecht, dass die uns sehen? At the ready. Dann müssen wir doch noch hin. Wir sprechen mal mit denen hier. Die Wächterin. Your scouting party has not returned. And half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use to them, the limbs. The lads will make the prisoner squeal soon enough, I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your Pass nicht mein Gehirn an. Kusch. Bin ich gestreichelt werden. Dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. Was sind das eigentlich immer für Begrüßungen? Wie wär's mit einem ganz normalen Hallo? In such a grotesque form. The Absolute has a place in her heart even for Duthir. Her heart is more generous than mine. Join my hunt, fairy, and obey me. Ich werde Fee genannt? Sind wir nicht fast dasselbe? Ist das nicht hier... bist du nicht hier Dunkelelfin? Hä? Eine Jagd auf welche Beute? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Okay. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. Ich will diese Waffe haben. Die muss ja super sein. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the Goblin camp. Oh Gott, ich hoffe, die merkt das nicht. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief
whimpering in our dungeon. Ich hoffe, sie kriegt das hin. Wahrscheinlich deswegen am Anfang dieses hier nimmst oder sie nimmt. Until he tells us exactly where it is. Ja. He's been resilient, but he'll talk. Schattenherz, du schaffst das mit dem Stillsein, ja? You feel her mind closing around yours. Du könntest sie in die Irre führen oder töten. Die Einwohner des Hains sind schwach. Der Hain wird fallen. Es ist wahr. Auch wenn der Hain nicht mehr viele Kämpfer hat, wir sollten sie dort erledigen, nicht hier kämpfen. Die Druidenmagie schützt den Hain, aber vielleicht schafft sie den Durchbruch. Was genau, das? Speak, true soul. The hunt must begin soon. Was ihr sucht, ist ein Hain. Viele der Einwohner sind schon tot. Was ihr sucht, ist der Hain. Die Druiden dort haben ein Ritual ausgeführt, um es zu beschützen. Ich habe den Gefangenen verhört. Er hat ausgepackt. Wir brauchen den Gefangenen nicht. Nee, das können wir nicht sagen. Er ist ja nicht mehr da. Meine Jagd endet hier, seid meine Beute. Wir brauchen den Gefangenen nicht. Ich kenne den Ort schon, den ihr sucht. Ich möchte nicht mit ihr jagen. Ich will den Hain nicht. Ich meine, wir haben uns mit dem Hain schon angelegt, aber ich möchte mich nicht mit ihr zusammentun. Wir könnten sie umbringen. Sollen wir sie umbringen? Was ist, wenn wir das hier sagen? And you believe their gods, roots and branches can stand against the absolute's fury. Wer weiß? Join me in my warband at the grove. It will fall. Wir sollten sie, glaube ich, töten, um den Hain zu beschützen. Allein schon wegen Heilsinn. Aber was ist mit diesem Auge? Ich glaube, der Hain wird ein Problem haben, aber das Problem ist jetzt nicht unseres, denn die hat 88 Leben. Das ist nicht gut, wenn wir das jetzt machen. Und ich weiß nicht, wie viel dieses Auge macht. Wir lassen es mal. Wir lassen es. Elegante Federstriche stellen eine Karte der nahen Umgebung dar. Die Goblin-Höhle ist unauslöslich mit grünlicher Tinte markiert. Das Wort Shionta schlängelt sich unten entlang, wo der größte Fluss seinen Lauf hatte. Drei zusätzliche Orte waren markiert. Karawane, Goblins im nordwestlichen Lager zu lesen. Zollhaus, Gnolle, steht ganz im Norden geschrieben. Wald, Vorräte steht über dem Pfeil, der in den Wald zeigt. Ich glaube, wir sollten die mitnehmen, die Karte. Ich meine, hier ist ja niemand mehr. Außer das Auge. Das Auge interessiert sich bestimmt nicht dafür. Hier ist eine Truhe. Können wir mal stehlen auch? Oh, Stiefel. Was machen diese Stiefel? Wasser elektrifizieren. Wenn der Träger beim Kampf im Wasser steht, wird er elektrifiziert. Oh. Wasserfunken. Wenn der Träger seinen Zug auf einer elektrifizierten Oberfläche beginnt, erhält er 3 Blitzladungen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, weil wir kriegen auch Schaden, oder? Wenn wir alle im Wasser stehen, haben wir ein Problem. Es ist viel Geld wert. Ich glaube, wir verkaufen das eher, anstatt das selber zu verwenden. Das nehmen wir auch mit. Flasche brauchen wir nicht. Den Rest hier brauchen wir allgemein nicht. Einen Heiltrank, den nehmen wir mit. Das Auge ist uns auch relativ egal jetzt. Was? Ah, den sollen wir wahrscheinlich töten. Ja, wir hätten unser Leben jetzt auch nicht verschwenden können bei dieser Wächterin. Ohne ein Problem gehabt zu haben. Dann soll der Hain sich halt abplagen damit. Der Hain war sowieso nicht gerade auf unserer Seite in irgendeiner Hinsicht. So, wir müssen das Tor nicht öffnen. Wir können einfach hier reingehen. Huch, hier sind ja noch Leute. Okay, wir gehen erstmal hier hin. So, können wir ihm helfen? We want you dead, you damn knuckle. Another outsider come to see the boss. Ja. Mind your manners now, or he'll throw you in the pit. Das wird nicht passieren. Get down there and stop complaining. Unless you like. Wurde gerade runtergeschubst. Bristling hairy legs. I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. Oh nein, ich will nicht schon wieder gegen. Nee, tut mir leid. Der Typ ist eh schon tot. Da unten sind sie. Essen ihn jetzt? Schade, wir konnten ihm nicht aushelfen. Aber andererseits, ich bin normalerweise ja sehr nett unterwegs, aber in diesem Fall, ich möchte wirklich nicht.
Ich möchte nicht mehr mit Spinnen zu tun haben. Ich möchte einfach nicht. Wir waren. Das eine Mal habe ich 2 Stunden gegen eine Spinne gekämpft. Ich ertrage das nicht weiter. So, wir können uns verteilen. Einmal Gruppe aufteilen. Du gehst dahin. Das hat eben auch gut funktioniert mit dem Aufteilen. Was ist denn hier hinter? Oh mein Gott, hier sind ganz viele Schätze. Da müssen wir auf jeden Fall hin. So, du gehst da oben hin und. The Pride of the Gate. Du hast auch kein. Du hast auch Zauber für oben, oder? Aber ich glaube, du bist. Na, ich weiß nicht. Wir schicken ihn erstmal auch nach oben. Astarion, kannst du dich verstecken? Bleib du mal irgendwie, ich weiß nicht, stell du dich mal hier in die Ecke. Und du bleibst, wo du bist. Heilen können wir gerade eh niemanden. Zaubertränke können wir einmal ausnutzen, bevor der Kampf auch wirklich anfängt. Wir sind direkt 2. Hier nehmen wir nur, können wir nur einen nehmen? Ah ne, wir haben 2 getrunken. Huch. Oh, nicht runterfallen. Was war das denn gerade? Wie nah können wir denn an den Rand gehen? Okay, hast du auch... So. Und du auch, bitte. Wir trinken halt alle 3. Wir werden nochmal welche kaufen, falls wir dazu kommen. Sollten wir nicht erstmal mit ihm reden? Wenn wir erstmal mit ihm reden, dann schicke ich Schattenherz, glaube ich, dahin, weil sie ist sowieso unser Mann, der vorne ist. Unser Mann, ja, unsere Frau, die vorne ist. Ein toter Gedankenschind. Okay, wir reden mal mit ihm. Ich speichere nochmal zwischendurch. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Um Gottes Willen. Da werden Tote wiederbelebt? Da liegt nicht mal eine Leiche gerade bei uns in der Kapitän. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't another true soul. Yeah, hi. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Ich hatte nicht vor mit einem toten. Warum gehst du da hin? Ich will nicht mit toten Tintenfischen sprechen. Die Leiche begutachten, ist das der Gedankenständer, der dich gefoltert hat? Ach? Normalerweise nicht, nein. Bleiben, um zu sehen, wie es weitergeht. Kleriker, Schriftrolle, Raucherwerk. Wollt ihr etwa mit der Leiche sprechen? Oh, das wäre eigentlich was, ja. Damn right. I'm gonna make this carcass talk. Achso, ich dachte, wir könnten jetzt was machen mit einer Schriftrolle. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. Dead Squiddy. I reckon the killer napped it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Okay. Ich kenne diese Magie. Gib mir die Schriftrolle, dann verlese ich die Worte. Then take it. Absolute knows I'm not getting anywhere. You read aloud the words on the scroll. Funktioniert das? Mich würde interessieren, wo das hier hinführt. Ja, vielleicht nicht gut, ihn wieder zu beleben. Warum ist es, sehen wir nur das hier? Bei uns gibt's keine Leiche, die ist einfach weg. Wer hat euch getötet? Was habt ihr in Farun gemacht? Raglan scowls, shocked by a question you shouldn't have asked. And a jolt shoots through you. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting. Flesh pods spilled open. I saw it too. Gith on the hunt. They know something. Wer hat euch getötet? Wer ist die Absolute? Raglan frowns at a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches. Gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle,
Absolute unity. Absolute power. Also alle. You're kidding me. Very helpful, Squid. Ich meine, das war die Antwort. Es wäre schön, wenn wir ihn nur sehen würden und nicht das hier. As you consider your final question. Wir haben noch eine Frage. Warum haben die Gith das Schiff verfolgt? You see dark tunnels lit by, ich möchte nicht fragen, wer ihn getötet hat. Am Ende werden wir erwähnt. The darkness spreads through the earth. The sky splits. Okay, was ist diese Cutscene? Man sieht nichts. The stars. What in the? The corpse collapses, silent once more. Verdammt. No, we're not done. Ich habe unser Bestes gegeben. Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. The damned Trow was right. Can't let her get all the glory. The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You, get to the grove. Help the Drow Minthara kill the lot. Das werden wir nicht tun. Just stand there. Move. Ja, wir gehen ja, aber wir werden dich sowieso noch umbringen. Wir müssen ihn umbringen. Ach, jetzt sehen wir ihn endlich mal. Ja, wir gehen mal mit ihr, ich weiß nicht, wir haben mit ihm geredet, das ist alles, was wir wollten. Also, einmal rauf da. Boys, schreibt er. Wir machen ihn fertig, das sind viele, viele Gegner. Wir haben voll gespeichert, also zur Not haben wir... Zur Not können wir zurückgehen, falls wir das hier nicht schaffen, aber wir schaffen das, hundertprozentig. Wow, Mann, du machst echt wenig Schaden im Fernkampf. Was für ein Schrei. So, einmal den Zug mit ihm beenden. Oh, er ist nicht weitergegangen, weil wir das gemacht haben. Schade, ich dachte. Bist du noch versteckt? Du bist nicht mehr versteckt, richtig? Ah, wir werden aber gesehen, wenn wir das machen. Wir haben auch nicht genügend Bewegungsrate. Wir könnten einmal hier hinsporten. Ja, entdeckt wurden wir jetzt eh, aber wir sind näher dran, um zu kämpfen. Unsere magische Hand, mit der können wir anscheinend auch was machen. Können wir mit der schubsen oder so? Weil der Typ steht hier sehr nah. Nein! Oh mein Gott. Wen willst du rufen? Hier ist doch... Wir haben doch schon den Rest umgebracht. Wir haben doch den Rest umgebracht. Oder was wird gerufen? Was für ein Hexenmeister, okay. Oh Gott, neben uns ist ja auch jemand. Wir machen das aber. Da ist doch noch einer gekommen. Einer. Oh, da kommt doch noch mehr. Ich dachte, wir haben doch alle getötet gehabt soweit. Wieso? Was macht denn mehr Schaden? Das wird mehr Schaden machen, wenn wir das hinbekommen. Oh, was ist damit? Fügt allen Kreaturen den Schaden zu. Können wir das bei denen hier benutzen? Ah, aber wir können Astarion auch Schaden machen. Aber wenn wir es so machen, nicht. Perfekt. Das hat funktioniert. Oh, wir haben beide gleichzeitig umgebracht damit. Wie Schaden haben wir gerade gemacht? Ja, gut. Oh, ich hoffe aber niemand schubst uns, weil wenn ja, fliegen wir volle Kanne in den Abgrund. Wo geht die denn hin? Ach, nicht schon wieder an so eine obere Stelle. Das ist doch nicht ihr Ernst. Warum klettert sie hoch? Um runterzuspringen. Um jetzt zu liegen und fast zu sterben, weil sie das gemacht hat. Das war die dümmste Reaktion, die irgendjemand hätte tun können. Wie kann man denn so blöd sein? Also das war wirklich mehr als nur dämlich. Und das hat absolut keinen Schaden gemacht. Oh, er geht auf Schattenherz. Ich will Shadowheart sagen. So, die magische Hand. Können wir so rein theoretisch den Typen schubsen? Geht das? Liegen. Okay. Entlasse dich selbst. Nein, schubsen. Hier. Tschüss. Hat funktioniert. Die Hand hätten wir benutzen sollen, als wir diese Spinne bekämpft haben. Verdammt. Das wäre so viel besser geworden. Gewesen wäre es sehr viel besser. Oh Gott, alle gehen auf Astarion gerade. Gar nicht gut.
Wieso greifst du die Spinne an? Ist die Spinne auch gegen uns? Oh ne, die Spinne hat... Ah, die Spinne hat... ich verstehe. Können wir ihn auch schubsen? Wir werden angegriffen. Ja, ja, ich weiß. Können wir ihn schubsen? Fliegt er runter, wenn wir ihn so schubsen? Ah, das also Astarion. Was war das für ein Schubser? Das verdeutlicht, das war mehr als nur peinlich. Das war wirklich mehr als nur peinlich. Wir schießen auf ihn. Immer ein bisschen schade. Das ist so peinlich, dieser Schubser. Achso, wir sind dran. Können wir Gift irgendwo da hinten entsprühen? Wir machen es aber auf ihn. Oh, es hat ihn direkt umgebracht. Oh mein Gott, sehr gut. Wir nehmen es direkt mit, was er hat. Okay. Ich bin immer noch die Frau, ne? Die war so blöd. Das ist so witzig. Aua, ey. Oh Gott, 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 Gott. Wehe, du schubst mich. Ich muss gleich weggehen von diesem Rand. Wenn ich mit ihr dran bin, muss ich da weggehen. Ja, einmal ein ganz kleines bisschen nach vorne, okay? Ich habe ein bisschen Angst. So, können wir von hier oben angreifen? Ja, können wir tatsächlich. Was ist damit wieder? Das hat eben sehr viel Schaden gemacht. Da hinten kommen wir nicht so gut an. Das macht noch 35 bei ihnen. Wir können sie damit umbringen. Let's get this over with. Um Gottes Willen, dieser... Was auch immer das für ein Zauber ist, den wir uns da geholt haben. Ist sehr gut, der Zauber. Lass mich weiter die Spinne angreifen. Schade. Aber du hast dich gerettet, sehr gut. So, können wir... Bringt das irgendwas bei wem hier? Bei ihm vielleicht? Ne, wir sind überall im Nachteil, was das angeht. Untote vertreiben. Hier ist niemand untot. Heilige Flamme ist eine Option. Da ist schon mal die Werte ein bisschen höher. Ich glaube aber, das ist auch nicht so relevant. Aber der Feuerball ging ja nicht. Wir könnten da hin und ihn schubsen. Ja, ich weiß, wir werden jetzt geschlagen. Oh mein Gott. Never mind. Wir sind fast tot. Wir sollten trinken. Haben wir noch was anderes zum Trinken? Können wir noch einmal trinken? Nein. Oh, wir müssen vorsichtig mit ihr sein. Okay, wir passen auf. Ich hoffe, sie wird nicht nochmal angegriffen. Was hast du getan? Bitte greif nicht Schatten jetzt an, wenn du schon irgendwie angreifst. Bitte greif sie nicht an. Nein, 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 greif sie nicht an. Oh, das war ein Fehlschlag. Oh, das war kein Fehlschlag. Oh mein Gott, was ist, wenn sie stirbt? Ich finde nicht, dass sie stirbt. Weg mit ihm. Wenn die Spinnen essen. Ich habe nichts im Inventar. Ey, der hat meine Hand angegriffen. Was fällt ihm ein? Oh Gott, ich glaube, Schattenherz wird sterben. Aber ich glaube, Will hat noch eine Wiederbelebungsrolle. Also ist das nicht so schlimm. Das schaffen wir. Wappnen. Wir brauchen 6 Meter deiner Bewegungsrate. Was genau macht das denn? Das ist Fernkampf. Ich bin da unsicher, das zu benutzen. Ich werde jetzt irgendwie klein loswerden, aber... Können wir vielleicht ihn auf uns ablenken, dass er Schattenherz in Ruhe lässt? Ich kann nur hoffen. Ich muss das so machen, dass es sie nicht trifft. Ah, ich weiß nicht. Das ist riskant. Ich glaube, ich mache ohne irgendwas. Es hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Wir könnten ihn beißen für Leben. Sehr gut. So, Will. Schick du mal dein Gift dahin. Ah, verdammt. Ich kann ihn schubsen. Aber er wird nicht fallen, richtig? Oh doch, er könnte fallen, wenn wir Glück haben. Nein, das war genau der gleiche traurige Schlag wie eben von Astarion. Okay. Ich glaube, der Kampf wird doch schwerer als erwartet. Ich glaube, Schattenherz werden wir verlieren. Aua. Und wir haben alle ein bisschen Lebensprobleme gerade. Ich dachte, das wird einfach werden. Wo ist denn dieser... Ist der wieder oben? Der ist da oben. Können wir die Hand gleich... Ich versuche gleich mal die Hand da hochzuschicken und sie runterzuschubsen.
Das wäre, glaube ich, das Beste gerade. Und es wäre ganz gut, wenn wir ihn angreifen. Wir müssen versuchen, Schatten jetzt irgendwie zu helfen. Bevor er den nächsten Schlag macht. Es wäre besser, wenn wir eigentlich... Ach, ich weiß echt nicht, was besser wäre. Es wäre besser, wenn wir irgendwie versuchen, die Kleinen erstmal loszuwerden. Aber es ist alles sehr kritisch gerade. Gott sei Dank, das war ein Fehlschlag. Ich glaube, Schattenherz wird jetzt gleich sterben. Wir würden ihn angreifen können, aber dann wird sie sterben. Wir können nämlich nicht abhauen. Kriegen wir nicht hin. Ja, wir können ihn in der Zeit auch nicht töten. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann sterben wir so oder so. Aber wir sterben mit ihr. Ja. Wir können mit Astarion ihr gleich helfen. So, jetzt einmal liegen. Ich würde gerne hier hoch, aber... Wieso ist das nicht genug Ressourcen? Verdammt. Jetzt schubsen wir ihn. Können wir ein bisschen näher rangehen erstmal? Das war's? Achso, wir wurden angegriffen. Oh, sind sie aufgelöst. Oh no. Das war jetzt problematisch. Okay, Astarion, du bist jetzt ganz, ganz wichtig. Du hilfst dir einmal auf. Sehr gut, das war wichtig. Und ich glaube, du solltest dich heilen, bevor du angreifst. Du kannst auch gar nicht angreifen, aber du kannst abhauen. Du kannst dich dann um den da oben kümmern. Können wir ihn jetzt endlich schubsen? Wieso geht das nicht? Mann! Dann greifen wir jetzt an. Aber wollte ich unbedingt schubsen. Verdammt. Halben Schaden nur. Das könnten wir ihr mal geben. Ich glaube, das können wir nur auf uns selbst benutzen. Wir können unser Glück versuchen. Es war ein Fehlschlag. Wir sind nicht athletisch genug mit ihm. Ach, und der vergiftet uns natürlich locker. Problematisch. Das ist alles sehr problematisch hier. Oh. Ja, die da oben nervt, Mann. Wir müssen da unbedingt hin. Wir sind jetzt auch dran. Wir könnten hier hoch einmal. Can't slow down. Vielleicht können wir von oben auch besser angreifen. Ich weiß nicht, wie die Reichweite ist. Ich dachte, man kann nicht angreifen, weil die andere sich da ja freiwillig runtergeworfen hat. Also dachte ich, das würde nicht gehen. Das war ein Fehlschlag? Oh Gott, das ist gar nicht gut. Ich habe so damit gerechnet, dass das kein Fehlschlag ist. Wir werden jetzt angegriffen, wenn wir weggehen. Das ist auch ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können nur einen Nahkampf nehmen, glaube ich. Und hoffen, das funktioniert bei unserem Kampfstab. Das hat nicht funktioniert, oder? Ah, ah. Können wir uns noch heilen? Wir haben keine Ressourcen mehr, um uns zu heilen. Ah, wir haben Probleme. Es kann sein, dass wir den Kampf neu machen müssen. Ich kann mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Du trinkst jetzt immer bitte einen Heiltrank. Und gehst so weit weg, wie es geht. Bitte komm nicht so schnell hinterher. Ja, natürlich. Er kommt hinterher. Gar nicht gut. Gut, dass das Tor hier zu ist und wir das nicht aufgemacht haben. Gott, wir müssen ihr helfen. Das ist immer das Einzige, was wir machen können. Mann. Können wir ihn einmal abstechen? Das hat bisher immer gut funktioniert. So. Was? Wir haben deswegen jetzt keine Ressourcen mehr, weil wir ihn mit Gift, unsere Waffe mit Gift überzogen haben? Hätte ich gewusst, dass das Ressourcen wegnimmt, dann hätte ich das nicht getan. Können wir irgendwie... Wir sind im Nachteil, wenn wir da hinten angreifen. Boah, wir haben gerade echt nur Nachteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben 9%, so niedrig hatten wir es noch nie. Immer einer, der tot ist. Können wir plündern dabei? Ja. Heilen können wir uns auch nicht, oder? Nein. Ich glaube, das wird damit enden, dass wir den Kampf wiederholen müssen. Das läuft überhaupt nicht gut. Ja, das... Also du bist erfolgreich, aber ich nicht? Mann.
Oh, ich würde es gerne so nochmal gerne versuchen, ne? Mit dem Schubsen. Aber wir haben nur 40%. Wenn wir das nicht hinbekommen, haben wir ein Problem.